Ich fange nochmal an. Jesus nahm mich an einem Ort mit und ich spürte, dass ihm sehr wichtig war. Jesus took me to a place with him and I felt it was very important for him. Weil er mir etwas sehr Besonderes zeigen wollte. He wanted to show me something special. Ich war sehr gespannt. I was curious. Wir waren alle in einem Raum zusammen. We were together in one room. Und saßen gemeinsam an einem Tisch. And we sat together at a table. Dann nahm er ein Buch und legte es auf den Tisch. He took a book and put it in front of me on a table. Ich habe noch nie so eine Art Buch gesehen. I've never seen such kind of book before. Da es einerseits feste Seiten hatte. On the one hand, there were solid pages. Und andererseits innen flexible Bestandteile hatte. And on the other hand, it was flexible inside. Ähnlich wie bei einer Schachtel. It was similar to a box. In denen auch eine Art Karten enthalten waren. And something like cards were inside. Ich fragte Jesus, was das für eine Art Buch sei. I asked Jesus, what kind of book this was. Und er antwortete mir, dies sei das Buch der Aufträge. And he answered me, this is the book of missions. Jesus öffnete das Buch und zeigte mir verschiedene Seiten. Jesus opened the book and showed me different pages. Auf denen Aufträge Gottes für sein Volk were missions of God for his people und für einzelne Menschen beschrieben waren. And for particular persons were written down. Das war sehr faszinierend. And it was completely fascinating. Jesus sagte mir, Jesus told me, manche Aufträge hat mein Vater an einzelne Männer und Frauen. Some missions were given by my father to particular men and women in meinem Volk weitergegeben. Among my people. Manche haben diese Aufträge mit Freuden begonnen. Some of my people started those missions joyfully. Und dann aber wieder unvollständig beendet. But they didn't finish it and left it incomplete. Ich sah diese Aufträge zum Teil erfüllt. I could see those missions partly fulfilled. Andere Menschen in meinem Volk haben diese Aufträge wieder aufgenommen. Other persons among my people resumed them. Und haben diese Aufträge vollendet. And they completed them. Andere Aufträge wurden erst gar nicht angefangen. Other missions were not accepted. Weil bereits mehrere Menschen es abgelehnt haben. Because several people had dismissed them before. Andere Aufträge wurden jedoch mit Freuden angenommen. Other missions were accepted joyfully. In Gehorsam umgesetzt und vollständig erfüllt. Obediently fulfilled. Completely. Hierzu zeigte Jesus mir den Auftrag von Reinhard Bonnke. Jesus showed me Reinhard Bonnke's mission for this purpose. Wie dieser erfüllt wurde und in seinem Reich eine große Ernte hervorgebracht hat. How he accomplished his mission and how this led to a big harvest. Das hat mich sehr gefreut. I rejoiced. Ich sah diese Aufträge. I could see those missions. Von den Dienern Gottes. Of God's servants. Wie zum Beispiel von Billy Graham. For example, of Billy Graham und einige Männer von den Generälen Gottes. And I could see the missions of some generals of God. Und welche Auswirkungen auf das Reich Gottes dadurch zustande kamen. And what kind of impact they had on God's kingdom. Das war sehr faszinierend. This was completely fascinating. Jesus zeigte mir mit Freuden einige Aufträge. Jesus joyfully showed me some missions, die bereits vollständig erfüllt wurden, which were completely fulfilled, und welche Ernte, also gerettete Menschen, dadurch für den Himmel eingebracht wurde. And what this meant for heaven, because so many people got saved. Ich spürte aber auch Jesu Dringlichkeit. I also felt Jesus' urgency, dass die Aufträge in Demut von seinem Volk angenommen wird. That his people should take it obediently, in Gehorsam umgesetzt und vollständig erfüllt werden. They should complete it, accept it wholeheartedly,
Weil der himmlische Vater möchte, dass die Vollzahl der Nationen in sein Haus hineinkommt. Because our Father in heaven wants the full number of people getting saved. Jesus sagte mir, dass die Zeit sehr nahe ist. Jesus told me, dass er wiederkommen wird. That the time of his return is very near. Jedoch noch einige Aufträge zu erfüllen sind. But some missions still have to be accomplished. Daniel, lehre mein Volk, dass sie meinen Willen und meine Aufträge ernst nehmen sollen. Daniel, teach my people that they will take my mission seriously. Denn das ist sehr wichtig für die Vollendung des Zeitalters. This is very important for the end of this age. Rufe mein Volk dazu auf, dass sie ihre Stellung nehmen. Tell my people that they take a stand. Dass sie ihre Ämter nehmen. That they use their ihre Berufung nehmen. That they use their calling. Und ihre Autorität nehmen. Their authority. Dass die Vollendung meiner Aufträge zustande kommt. That they will complete my accomplish my mission. Sie sollen in Gehorsam und Ernsthaftigkeit diese Aufträge nehmen. They should accept it seriously and in obedience. Denn ich komme bald wieder. I will come back soon. Ich sah, dass in der nächsten Zeit viele junge Menschen aufstehen werden. I could see lots of young people rise in the future. Und die Aufträge werden sie ernst nehmen. And they will accept their missions seriously. Und sie werden als Arbeiter in Gottes Erntefeld ausgesendet werden. And the Lord will send them out into his harvest. Diese nächste Generation, this next generation wird einen enormen Einfluss im Erntefeld des Reiches Gottes haben. Will have an enormous impact in God's harvest. Indem sie mit ganz neuen Methoden arbeiten werden. They will work with completely new methods. Es werden Methoden sein, die von Gott übernatürlich offenbart werden. Those methods will be revealed supernaturally by God. Und durch Türen der Gunst geöffnet werden. Doors will open by God's favor. Und durch die Medien in multiplikativen Wirkung an Einfluss zunehmen wird. And through media there will be a multiplicative impact and effect. Diese junge Generation benötigt aber Väter in Christus. This young generation needs fathers in Christ. Die sie mit Weisheit führen. Who will lead them with wisdom. Die sie beraten. Who will die sie schützen. Who will protect them. Die sie lenken und unterstützen. Who will guide them and support them. Jesus ruft beide Generationen auf. Jesus calls both generations. Ihre Aufträge ernst zu nehmen. To accept their missions. Und sich gegenseitig zu unterstützen. To support each other. Und sich zu ehren. To honor each other. Und für das Reich Gottes zu wirken. And to work for God's kingdom. Und ich rufe jetzt der weltweiten Gemeinde zu. And I'm calling the worldwide church. Ich rufe der Braut Christi zu. I'm calling the bride of Christ. Ich rufe dem Volk Gottes zu. I'm calling God's people. Nehme den Auftrag und den Willen Gottes ernst. Accomplish what you were called for. Die Vollendung des Zeitalters steht bevor. The end of the age is very soon. Und es ist für Jesus sehr wichtig. And it's very important for Jesus. Dass wir die Aufträge nehmen. That you take what you were called for. Ich rufe das Volk Gottes auf. I call the people of God. Dass sie ihre Stellung nehmen. That they take a stand. Dass sie ihre Berufung nehmen. That they accept their mission. Dass sie ihre Ämter und Autorität nehmen. That they use their authority and their ministry. Und dass die Aufträge vollendet werden. So that their callings will be fulfilled. Ich rufe das Volk Gottes auf. I call the people of God. In Gehorsam die Aufträge zu nehmen. To take
those callings obediently. Und in Ernsthaftigkeit umzusetzen. And seriously fulfill what you were called for. Denn Jesus kommt bald wieder. Jesus' return is very near. Und wir rufen die junge Generation. And we call the young generation. Nimm deine Methode. Take your method. Mit der Kraft des Heiligen Geistes. With the power of the Holy Spirit. Und setz es ein für das Reich Gottes. And use it for God's kingdom. Ich rufe die ältere Generation. I call the old elder generation. Werdet zu Müttern und Vätern in Christus. Be fathers and mothers in Christ. Lasst uns zusammen den Auftrag erfüllen. Let us fulfill together what we are called for. Was Jesus gesagt hat. What Jesus said. Geht hin in alle Welt. Go into all nations. Predigt das Evangelium. Preach the gospel. Macht zu Jüngern. Make disciples. Tauft sie. Baptize them. Und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch gebotet habe. And teach them to keep everything I have told them. Ich rufe dich auf. I call you. Nimm deinen Auftrag ernst. Accept your mission. In Jesu Namen. In Jesus' name. Amen.